Oh. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi wieder mal im Bett. ja, wir lassen das jetzt mal. Wir klopfen heute natürlich nochmal überall so ein bisschen an, ob uns wieder jemand Geld gibt. Wäre natürlich cool, weil wir haben in der letzten Folge ja durch ziemliches Glück auch das Geld zurückbekommen. Okay, leider hat niemand mehr Geld gegeben. Ich gehe jetzt mal raus zu Onkel Lüft und dann fahren wir mal zum Store. So, wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen Probleme. Wir gehen jetzt zusammen mal zum Store. Gucken noch mal, was wir alles so verkaufen können, was wir kaufen sollten oder so, und dann ja, fahren wir mal weiter. Ich würde sagen, wir tanken bestimmt erstmal noch mal kurz voll. Digga, wir haben auch alles kaputt ist. Vielleicht sollten wir erstmal Geld kaufen für einen Reparatursatz. Geld kaufen? Habe ich gerade Geld kaufen gesagt? Ich meine natürlich das Geld sparen für den Motorreparatursatz. So Leute, das Zeug ist jetzt wieder so einigermaßen repariert. Wie viel hat denn der Wein? Ja, nur 25. Ich kann noch kurz das Tabak verkaufen, denn das brauchen wir eh nicht. Das reiben wir euch auch. Und für dieses Geld holen wir uns mal noch ein bisschen 2-Takter-Öl. Denn das werden wir bestimmt auch noch brauchen. Dann würde ich sagen, kaufen wir einfach noch mal einen Motorreparatursatz. Die kann uns bestimmt noch behilflich sein. Da wir jetzt einen riesen Motor haben, füllen wir hier das Ganze noch mal rein. Und dann werden wir diesen kleinen Kanister einfach weggeben, weil den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oh, hier habt ihr auch noch Medizin. Kaufen wir uns auch noch mal kurz Wasser, weil das war letztes Mal, war das ja leer. Beim Scheibenwischen wollte ich putzen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Wir zahlen das jetzt mal und dann reparatiere ich noch mal alles und tank auch noch mal. Wir haben jetzt noch so ein bisschen Wasserrest, das ist aber egal. Wir tanken jetzt erstmal noch kurz voll. Ach, jetzt habe ich das zugemacht. So, wir tanken jetzt noch mal kurz voll. Und danach geht es dann weiter, ja. Das Ganze ist voll. Jetzt machen wir noch ein bisschen Öl rein. Okay, Leute, wir haben jetzt noch 20 Ostmark. Ja, ich würde sagen, es passt. Wir haben hier noch das Wichtigste dabei, alles. Und der Wagen ist jetzt eigentlich auch wieder einigermaßen beisammen. Und deswegen würde ich sagen, wählen wir jetzt mal kurz eine Route aus. Dann checke ich nochmal kurz den Wein. Und dann fahren wir auch über die Grenze. Okay, Leute, der Wein hat jetzt nicht mehr Wert. Und deswegen gehen wir jetzt zur Grenze. Okay, Leute, hier an der Grenze ist zum Glück nur Kaffee verboten. Das haben wir natürlich nicht, das haben wir ja verkauft. Und ja, jetzt geht's weiter für uns. So, die Papiere. Was war das denn? Ja, jetzt fahren wir weiter und wir sehen uns, wenn ich wieder mal ein Päckchen finde. Irgendwie eine Tankstelle oder so. Oder wir natürlich dort sind. Bis später. Oh, Leute, guck mal, ein Leuchtturm. Können wir da rein? Ich glaube schon, oder? Ich geh mal kurz gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Okay, Leute, man kommt nicht hier rein und hier war eigentlich auch nichts. Deswegen fahren wir einfach weiter. Bisher haben wir noch nichts gefunden, ein bisschen Lehm, aber naja. Ich fahre jetzt weiter. Oh, Leute, hier liegen ein paar Kisten. Okay, erste Kiste. Oh, aufbrechen. Kaffeebohnen. Wow, Verkaufswert 0. Die werden wir garantiert nicht verkaufen. Hier haben wir aber auch ein anderes mit Klebeband. Tabak. Boah, richtig viel. Ach so, lol. Dann machen wir das auch mal alles rein und dann fahren wir weiter. Okay, Leute, jetzt geht's weiter. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen mehr oder zumindest irgendwie noch einen Schrottplatz oder so. Wäre ganz geil. Naja. Auf jeden Fall bis später. Oh, Leute, sieht man, was ich sehe. Eine Tankstelle. Okay, da gehen wir kurz hin und können eigentlich den Rest mal verkaufen. Vielleicht können wir auch noch etwas kaufen oder so. Ja, Mann, wir haben erst 4 Liter verbraucht. Das ist eigentlich voll gut, glaube ich. Okay, wir gucken jetzt mal. Den Tabak können wir eigentlich verkaufen. Das glaube ich nicht mehr. Hat einen relativ guten Preis. Ich glaube, Leute, wir kaufen nochmal einen Motorreparatursatz davon. Denn das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir brauchen nochmal den Rest Tabak, weil der hatte tatsächlich, glaube ich, sehr viel Wert. Danke, jetzt nehmen wir das und reparieren mal kurz und dann fahren wir weiter. Jetzt ist tatsächlich alles wieder ganz, bis auf den Vergaser. Der hat noch nicht komplettes Level. So, wir fahren allerdings jetzt weiter und wie ihr seht, es wird wahrscheinlich gleich Nacht. Das heißt auch, dass wir relativ bald dann irgendwann auch wieder ankommen. Oh ja, yeah, Leute, hier vorne ist scheinbar, oder dieses Dorf hier ist scheinbar, oh, ein bisschen, muss ich hier runter? Das hier ist scheinbar dieses andere Dorf, wo wir jetzt sind. Schönes Küstendorf halt. Ah, hier ist das Motel. Okay, ja, genau. Packen wir mal das Auto davor. Lästigen noch mal kurz ein paar Gäste. Und dann gehen wir auch schlafen, Onkel Lüfti. Diesmal würde ich aber sagen, wir zahlen zuerst kurz das Zimmer. Boah, 30, Alter. So teuer war es noch nicht. So, natürlich lassen wir zuerst Onkel Lüfti ins Zimmer, denn das ist auch so ein bisschen Anstand. So, Onkel Lüfti, gehen wir rein. Genau, wir klopfen noch kurz. Oh. Alter, 35, let's go. Nochmal 35, let's go.
Digga, wir haben schon wieder 70 Ostmark plus gemacht. Das ist nicht schlecht, ey. Für das wir einfach mal so zwei Leute so ein bisschen belästigt haben. Geht das voll klar? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, Onkel Lüfte und ich hauen uns jetzt wieder aufs Ohr. Und dann würde ich sagen, ja, war's das mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich muss wieder so ein bisschen einschlafen. Ciao. Es wird immer schlimmer. Ciao, Leute. Oh, is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?